Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir, nämlich Lego der Hobbit. Diesmal spiele ich allein, da ich mir mehr das Spiel recht kurzfristig gekauft habe und ich denke, mein Next hat eh wenig Zeit. Wenn nicht, er kann jederzeit dazukommen. So, und ich muss ehrlich sagen, eigentlich wollte ich das Spiel ja nicht machen, weil ich mir gedacht habe, oh nee, ich habe jetzt genug Spiele, aber ich liebe Lego-Spiele irgendwie. Finde ich total cool und so weiter. Deswegen 10 einfach mitgenommen und gesagt, das musst du jetzt spielen. Und naja, ihr könnt teilhaben, ihr könnt anschauen, wie das Spiel ist. Und ich fand schon Lego Marvel Superheroes einfach genial, da wird das hier nur lustig. Also dann fangen wir auch mal an. Spielstand 1 machen wir. So, Spiel wird gespeichert und dann legen wir auch gleich los. Ich freue mich schon so drauf. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es mit den Kenntnissen ist, weil ich kenne zum Beispiel nur den ersten Hobbit-Film. Okay, ich halte die Klappe. Du hast mich einmal gefragt, ob ich dir alle Geschichten über meine Abenteuer erzählt hätte. Es begann vor langer Zeit, in einem Land weit im Osten. Dort lag die Stadt Tal. Friedlich und wohlhabend. Denn diese Stadt lag vor den Toren des größten Königreichs in Mittelerde. Erebor. Bergfestung von Tror. Dem König unter dem Berge, dem mächtigsten aller Zwergenfürsten. War seine Herrscherlinie doch gesichert durch seinen Sohn und seinen Enkel. Alle huldigten ihm, selbst der große Elbenkönig, Thranduil. Mir kommt's vor, als wäre der König hier leicht undankbar. Tief hinein in den Berg gebaut, war die Schönheit dieser Festung stand legendär. So, ich versuche hier natürlich alles zu erreichen, aber bei Lego-Spielen ist es ja meist üblich, dass man es mehrmals machen muss. Aber naja, man sollte sein Bestes ja immer geben. Ach ja, was ich noch ansprechen wollte, wie gesagt, mit dem Kenntnisstand und so weiter. Weil ich kenne zum Beispiel nur den ersten Film. Der zweite ist jetzt zwar schon auf Blu-ray draußen und so weiter, aber ich warte da auf den Extended Cut, ganz ehrlich gesagt. So, alle Drohnen weg. Habe alles runtergeschmissen und mitgenommen. So. Und das Buch kenne ich leider auch nicht. Obwohl ich mal immer gesagt habe, oh, das muss ich mal lesen. Das ist mehr meine Faulheit, dass ich es nicht gelesen habe. Boah. Ich beklau hier meinen Vater. So. Ja, was sind da jetzt? Geht nicht auf. Ja. Müssen wir uns da reinstellen oder bauen? Ach ja, stimmt, man sollte das, glaube ich, mal hier fertig machen. Genau. Halt B gedrückt, um Gegenstände aus hüpfenden Lego-Teilen zu bauen. Oh ja, das machen wir doch gern. Yay.
Yay! So. Brauchen wir... Oder? Dann brauchen wir doch den lieben Zwerge hier. Halte Y gedrückt, um das Spielrad aufzurufen und wähle dann dem hier aus. Okay, Train. Ich hoffe, dass er richtig ist. Ja, das ist doch der, oder? Ach gut, jetzt habe ich ihn. So, der muss wahrscheinlich seine Attacke hier machen, oder? Nee, X. Ha, kurzer Prozess hier. Torin will ich aber nehmen. So, gehen wir mal hier durch. Ah, fällt mir hier noch einiges. Um hier die Leiste oben voll zu kriegen. Aber naja, das Level ist ja noch lange nicht zu Ende. Da, da häuft sich echt was mit der Zeit zusammen. Ansonsten, wie findet ihr eigentlich die Hobbit-Filme? Was ist denn jetzt los? Boah, hat mal kurz Leggy-Leggy gemacht, oder was? Mann, Spiel nervt manchmal. Keine 5 Minuten an und es fängt hier schon Ruckeln an. Kein Leck, Ruckeln. Ne, ich hoffe mal, dass das nicht weiter vorkommt. Ansonsten muss ich disziplinarische Maßnahmen anwenden. Ich weiß nicht welche, aber... Wie jetzt? Ihr wollt mich nicht durchlassen? Ihr seid... Boah, böse! Hey, ist das ein Ersatzdurchgang? Wäre cool, wenn ja. So. Seid ihr mir böse, nur weil ich hier alles zerstöre, was mir nicht nied- und nagelfest ist? So. Drücke B, um den Stein aufzuheben und halte X gedrückt, um damit zu zielen und zu werfen. Okay. Ich will jetzt eigentlich eher den Stein hier aufheben. Ich will die Attacke nicht machen. Ach, hier nur einfach B drücken. Okay. Und mit X schießen, werfen. Okay, da oben und... Yay! Komm, fall runter! Ja, nee, ist klar. Sind die jetzt alle mal beschäftigt? Ja, komm, geh ich mal schwuppdiwupps da durch. Stört ja keinen. Ihr Reichtum lag in der Erde, in kostbaren Edelsteinen, geschlagen aus dem Fels und in riesigen Goldadern, die wie Flüsse durch den Stein fließen. Gut. Dann mach du mal dein Zeug. Oi! So. Was soll ich da jetzt machen? Ich will jetzt erstmal hier als Torin die ganze Inneneinrichtung auseinandernehmen. Braucht doch hier niemand. Viel zu überbewertet die Werkzeuge hier. Ich brauche Klunker. So. Ich will das reichste Lego-Männchen hier werden, weit und breit. So. Ah, haben wir ja schon fast 30.000. Ist, ach, gehörig etwas. Hm, das kriegen wir nicht so leicht da runter. Aber das. Oi. So. Muss ich hier zu meinen Kollegen wechseln? Hm, klappt auch nicht so wirklich. Ähm.
Okay, machen wir es deshalb mal so. Nicht? Okay, dann machen wir es. Anders. Ah! Das ist doch hier. Haare raufmäßig. Okay, vielleicht muss ich da drüben hin. Und du musst hier drüben hin. Ha! So haben wir's! So geht das! Yay! Na, man wird dann mit der Zeit auch immer schlauer hier. So. Ah, schon über 30.000. Und meine Verschwendungssucht kennt hier keine Grenzen. Alles muss weg für meinen Verdienst. Cool, er hat einen Hammer. Und er geht da rein. Können wir uns auch was schmieden? Also es wäre cool. Ach komm, Leute. Müsst ihr alles versperren, was euch nicht nur nagelfest ist? Langsam übertreibt ihr es. Ehrlich. So. Am Amboss kannst du aus Lego-Rohstoffen, die du in Lego-Kickenständen findest, nützliche Dinge schmieden. Oh, nett. Was kann man schmieden? Verwende gesammelte Lego-Rohstoffe, um etwas Neues herzustellen. Drücke links oder rechts, um die benötigten Lego-Rohstoffe auszuwählen und drücke A, um sie zu verwenden. Ja, ich frage mich immer nur, was man machen sollen. Haben wir nix. Geht nix. Geht nix. Toll, da können wir ja nichts machen im Grunde. Das ist blöd. Ja, vielleicht müssen wir die auch einsammeln, nicht, Depp, ey. Ist ja ganz toll. So, gut. Ah ja, hier, so kann ich die einsammeln. Das ist gut zu wissen. Ich dachte nur diese, ja genau die hier, dass ich die hier nehmen muss. Aber gut, wenn auch Bretter und so weiter gibt. Ja komm. Kollege, es ist dein Job. Yay! So. Machen wir hier mal den Weg frei. So. Also, die haben ja sehr viel Inneneinrichtung zum Zerstören. Das muss man denen einfach mal lassen. Nie hat mir Inneneinrichtung zerstört so viel Spaß gemacht. Außerdem, von meinem Stand aus gesehen, darf ich das ja auch. Ich bin ein Prinz in dem Sinne. Der Sohn des Königs, oder? Ich darf ja alles. Und das ist schön. Darf ich wie ein Rambazamba machen. Nehme ich hier ein paar 5 Stück. Und was ist hier? Drücke B, um durch kleine Lego-Luken zu kriechen. So, dann gehen wir mal da durch. Mal schauen, was wir auf der anderen Seite finden. Das klingt interessant. Drücke B, um Kurbeln zu verwenden. Yay, yeah, cool. Ah, das war eine blöde Idee. So hier am Rand. Gut. Ach ja, immer wieder B drücken. Okay, das ist kein Thema. Mache ich gern. So kurbeln macht Spaß. No. Ah ja. Hey cool, da kann ich mir jetzt nehmen. Yay. Nehme ich mir was und... So, dann müssen wir doch hier langsam alle Einrichtungen zerstört haben, alle Edelsteine gefunden haben und können uns zum Schmieden zuwenden. Natürlich, wenn mein Zerstörungsdrang endlich aufhört. Oh, ist hier der entwischt?
So. Mal das hier noch weg. Oh mein Gott, was haben wir denn da noch alles? Ein bisschen zum Zerstören hätten wir doch noch. Ja. Gut, und was haben wir hier? Ne, da können wir ja nicht hin. So, jetzt haben wir schon die 50.000 geknackt. Und jetzt können wir auch schmieden. Gut. Kann man doch alles so viel machen. So, dafür haben wir genug. Das können wir machen. Fehlt da noch etwas? Ach ja, die können wir noch machen. So. Und das hier ist jetzt nicht ganz das, was... Ach hier, das. Das können wir auch machen. Gut, und was kriegen wir draus? Drücke X, A, B oder Y, wenn du das Leuchten siehst, um den Schmiedering aufzufüllen. Okay. Okay. Ah, hier, hier. Ist ja simpel gehalten, aber bringt auch wieder eine Abwechslung mit rein. Wird bestimmt später komplizierter. Riesenhämmer! Sie erschufen Gegenstände von größter Schönheit. Aus Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren. Ganz ehrlich, Leute, ich will nicht meine Hände reinhalten, aber sie sahen so geil aus. Ich liebe diese Riesenhämmer, auch wenn ich sie wahrscheinlich nie wieder sehe, aber... Fand ich sie jetzt so geil. Okay, gut. Sesam, öffne dich, meine liebe Tür. Wir wollen weiter. Wow, das ist mein Bergwerk. Mit einer Bimmelbahn. Ja. Gut. Ja, breaken wir mal hier durch die Boote und zerbrechen alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Oh, das geht mal nicht. Dahin? Ja, hier, mein Freund. Ja, als ob jetzt Zeit wird zu tanzen. Leute, wollt ihr mich ärgern, verarschen oder was wollt ihr noch? Hä? Ja, cool. Da ist ein Stein mit einem Fragezeichen aufgetaucht. Verwende eine Spitzhacke, wie zum Beispiel die Typen da hinten trägt, um Rohstoffe abzubauen. Drücke X im richtigen Moment, um mehr Rohstoffe zu halten. Okay, cool, wir können Rohstoffe dadurch erhalten. Oh, ist interessant. Ah, das ist jetzt mal nach hinten losgegangen. Ja, trotzdem. Lustige Mechaniken. Yay. Okay, kann man was bauen. Also das Spiel gefällt mir immer mehr, es wird so untypisch. Du brauchst bestimmte Rohstoffe, um auf dieser Platte bauen zu können. Du kannst Lego-Rohstoffe finden, indem du Bergbau betreibst oder Lego-Gegenstände zerstörst. Jo, das haben wir ja beides in guter Manier gemacht. Okay, das brauchen wir. Also Bretter müssen wir mehr als genug haben. Ja, das haben wir auch genug. Oh, da haben wir nur eins. Da haben wir nur eins. Da müssen wir noch was finden. Gut.